In diesem Video möchte ich euch etwas über die Bereiche zeigen, die man als Spieler selbst kontrollieren kann oder auch der KI übergeben kann. So haben wir als erstes den Bereich Diplomatie. Frankreich ist alliierte Mitglied und kann deshalb keine anderen Staaten mehr beeinflussen. Alle anderen Staaten befinden sich in diesem Dreieck. Das heißt, sie driften in irgendeine Richtung ab. Beispielsweise USA driftet in Richtung Achse gerade mit einem Wert von 0,00. Die Schweiz driftet hauptsächlich in Richtung Alliierte mit einem Wert von 1,94. Umso mehr Länder beeinflusst werden, umso stärker ist ihre Driftung. Ebenso kann man im Bereich Diplomatie automatisch Handel treiben oder selbst handeln. Krieg erklären, Nichtangriffspakte und Durchmarscherlaubnis sind nur eines der Möglichkeiten, die Diplomatie bietet. Im Produktionsmenü legen wir fest, welche Einheiten produziert werden sollen oder ob unsere Industriekapazität für Upgrades, Verstärkung oder Nachschub aufgewendet wird. Die Möglichkeiten für Produktion von Divisionen, Luftgeschwadern und Flottillen sind grenzenlos. Ein Schlachtschiff beispielsweise kostet natürlich viel IK, aber vor allen Dingen eine lange Bauzeit. Im Technologiebereich wird geforscht. Dazu legen wir Führungspunkte fest. Diese können wir allerdings nicht nur in den Forschungsbereich stecken, sondern auch in Spionage, Diplomatie und in den Offiziersrate. Wir haben jetzt hier gerade 9,24 Projekte von 10 eingestellt. Diese werden gerade erforscht. Ist eines von diesen fertig, macht die KI automatisch das nächste rein. Würden wir selbst forschen, würde das Projekt geforscht werden und wieder und wieder und wieder. Das heißt, man müsste es selbst abbrechen und ein neues einstellen. Im Politikbereich sehen wir zu einem unsere Parteien, die aktuell an der Macht sind, zum anderen unsere aktuellen Politiker. Einige von ihnen können wir auch ersetzen. Jeder von den Politikern hat bestimmte Vor- und Nachteile. Außerdem können wir verschiedene Politiken festlegen. Hier zum Beispiel das Bürgerrecht ist gerade eine offene Gesellschaft. Allerdings braucht man dafür bestimmte Voraussetzungen. Im Bereich Aufklärung haben wir eine gewisse Anzahl an Spionen, die wir vergeben können. Hier sind beispielsweise 5 Spione in Deutschland. Dadurch sehen wir zum einen die Rohstoffe, die Deutschland hat, zum anderen die Industriekapazität und die Einheiten. Außerdem können wir festlegen, was unsere Spione in Deutschland machen sollen. Beispielsweise Gegenspionage oder den nationalen Zusammenhalt schädigen. Zum Schluss gibt es noch einen Blick in die Statistik. Hier hat man zum einen den Überblick über verschiedene Bündnisse und einzelne Länder, wie die Wirtschaft, über Verschiedenes, beispielsweise die Ideologie oder Politiker, und natürlich über das Militär. Ein weiterer Bereich, der von der KI eventuell selbst übernommen werden könnte, sind Hauptquartiere. Hier haben wir beispielsweise den Paris-Hauptquartier, den Befehl Verteidigung festgelegt. Dies macht er nun selbstständig. Außerdem zeigt er an, welche Einheiten er für diesen Auftrag benötigt. So können wir diesem Hauptquartier beispielsweise den Befehl Aufmarsch bei Spanien zuteilen. Nun zeigt er an, dass er 7 Panzerdivisionen und einen taktischen Bomber zum Erfüllen dieser Aufgabe benötigt. Dieses wird dann in der Produktion auch angezeigt. Hier können wir nun festlegen, ob wir den Gewünschten der Hauptquartiere zustimmen und auf Bauen klicken.